Guten Morgen, haben wir uns ja gerade erst gesehen, sozusagen, für mich zumindest ist es so. Um 3 Uhr morgens war ich dann im Bett. Ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht kurz halten. Der Tag startet, wir starten alle mit, gemeinsam. Ich schaue mal kurz, ob schon eine Reaktion auf den Vlog, ob der überhaupt hochgeladen wurde. Ein Kommentar. Lass mal überlegen, wer das ist, vielleicht der Patrick. Wer ist heute Erster? Ulrich Heise. Allererster und ausgeschlafen vor 17 Minuten. Ja, na dann warten wir mal auf den Rest der Kommentare. Ja, bin wieder da. Ja, bist ja noch nackig, ne? Ja. Kurz Frühstückszeit und dann ab in den Laden. Na, liebe Leute, los geht's. Wir warten auf den ersten Kunden. Oder ist er schon hier? Ich habe ja vorhin schon Luffy gemacht. Keiner da. Was klopfst du denn da? Moin! Was gibt's neu in Schlumpfhausen? Ach, nicht mal. Jetzt aber. Ja, ich brauche euch mal dieses Mal in Wilmersdorf. Ah. Fritz Harry heimlich in Berlin. Joa. Müller rechnet mit Yogi ab. Joa. Morgen, heute Abend ist große Feier. Ja, wieso? Im Keller unten. Alex, Geburtstag. Nachfeier, ja, ja. Nachfeier. Naja, ja. Ich kiffe nicht. Ja, ich auch nicht. Na, da musst du ja zwangsläufig. Ha? Da bist du ja wahrscheinlich zwangsläufig, ja, mit drin. So, da mache ich muss eine volle Stunde, eine halbe Stunde. Damit ich da mal wieder zusehen oder weiß nicht. Ich kann die Poker ja wollen, den Poker ja. Morgen ist Feiertag. Ja, morgen ist frei. Und hier jeden Tag und Samstag. Ich habe hier gerade den Tennis angefangen, dachte das nur offen. Ja, dachte, der macht aber erst um 10 Uhr offen. Aber zu was der Tennis kommt, weiß er nicht, sagt er. Aber ich dachte auch jeden Tag. Wenn eine andere Tennis, die kann ich auch am Samstag holen. Das andere, was ich brauche. Ja, die Fische schwimmen nicht weg. Nee, das stimmt ja. Haben wir gedacht. Wir suchen Unternehmer, DHL und die DHL wird gerade und die Dinger, die zahlen wohl für die, also 4,50 Euro, ich finde, für alle Landen. Die können ja nicht mal Deutsch, bloß dass sie. Ja, die können ja kaum Deutsch sprechen. Ja, bloß dass sie Arbeit haben. Das ist auch ein Unding, das ist ein Unding. Ja. Ja, das sind dann die, die Pakete überall hinbringen oder eben, weil sie so wenig bezahlt werden, die Pakete, so also vielleicht. Genau, ja, ja, genau. So, was haben wir hier? Missbrauch durch Erzieher. Wunderbar. Ach, Wolfgang, ich geh mal kurz in den Keller. Mach mal was. Ja, mach mal erst mal. Ich muss ja muss die Augen mal ziehen, meine Augen gucken, machen lassen. Ja? Ja, ja, auch schon Mittag. Und dann ist heute, jetzt liegt da mal schnell noch mal eine halbe Stunde. Wir sind halb 10 Uhr, 10 Uhr. Ja, halbe Stunde mal schnell bei Edeka. Und dann hat alles heute schon erledigt. So. So, siehst du? Du hast einen richtigen Tagesablauf, richtig guten. Bei mir ist noch gar nicht geplant, ich fange mal an, einfach mal irgendwas zu einfach suchen. Anfangen und dann irgendwo irgendwas aufhören. Zu suchen. Na, ich wohne nicht suchen, ich wohne runter, hier hat es viel noch zu tun. Der Keller ist voll mit Arbeit. Wolfgang, wir sehen uns später, ja? Ja. Vorne der Eingangsbereich, der ist so nackig. Stimmt, da habe ich noch kein Rad hingestellt. So eine Schnecke auf dem Rücken, eine Nacktschnecke auf dem Rücken. Tock. Tock. Darf man sich hier setzen? Ja, kannst du. Ja. Oh, was für ein Psalm, ey. Psalm. Amen. Psalm. Um Gottes Willen, ey. Spannt mich schon richtig ein mit den ganzen Kommentaren. Und nun wurde die Reparatur W190217 abgebrochen.
Hey, ich fand's so geil. Gestern kam die Nachricht. Reparatur W190217 musste abgebrochen werden, weil eine zerstörungsfreie Demontage der Kugel nicht möglich ist. Das hat sich angehört, wie als wenn ich mit dem Außerirdischen, mit dem Raumschiff telefoniere. Sozusagen. W190217, komm mal her. Ja, Gesundheit ist vor. Vielleicht. Ja, das ist es auf alle Fälle. Das ist es. Das ist es, ja. Ja, ist es das? Sag mal selber, ist es das? Das ist es. Mika hinterm Steuer? Und so vom Fahrersicht? Das ist doch Go-Kart. Das ist alles drauf, kannst du auf alle Fälle alle dran machen. Alles, was du willst. Ja, ich suche nämlich gerade was alles. Was alles, Jo? Ich habe nämlich gerade von einer Gesine aus Schöneberg, die im Mittag für eine japanische Tageszeitung Korrespondentin ist, die hat mir ein kleines, hörst du mir zu? Ja. Hi. So einen kleinen Kindersattel verkauft. Günstig. Weißt du, das Oberrohr und dann diese beiden Dinger vorne dran. Ich denke aber, dass mein gerader Lenker von meinem Papa... Das ist scheiße, das ist zu viel. Ist ein bisschen wenig, ja. Ne? Das ist so... Ja. Was könnte man da drauf konstruieren? Naja, BMX-Lenker ist ideal. Weil er eben hochgeht und in den Mittelstreber hat. Also der ist ideal. Ja, ja, ich kann mein Papa mir auch keine BMX-Lenker hoch ranbauen. Wieso nicht? Das ist geil. Das ist scheiße. Cool. Das fährt sich geil. Das glaube ich. Das fährt sich wirklich gut. Das käme jetzt. Das sieht bestimmt geil aus. Wieso? Das wird die Puffert schön, dann kann man mal ran in der Mitte. Das ist total geil. Das ist eine gute Idee. Das sieht bestimmt. Mensch, ey, mein Papamobil sieht auch scheiße aus, weil ich dieses Windschild zu habe mit den Teddybären vorne dran. Habe ich extra rangeschraubt, halt aus der 90er Jahre, frühe 90er Jahre, so was. Aber halt rangebaut. Fand ich geil. Windschild geht schon fast wieder. Na, aber mit so einem Schmutzschutz mit Teddybären. Ja, ja, total geil. Haben sie mir eingeschlitzt, die Idioten draußen. Katamesser. Bekloppt, deswegen steht es drin jetzt. Und wenn ich das so, guck mal, so kann er auch anfassen, ne? So was. Hey, ja, du musst ja auch irgendwo anfassen. Na, hier unten kommen. Da musst du gucken, dass du ihm nicht in die Quere kommst mit dem Kopf. So, oh. Mhm. Ja, wird gut auch. Ja, du musst ja aufrechter sitzen auch. Achso, es geht sogar tiefer. Das ist... Wir haben gestern mal das Hypacer, was gekommen ist, ne? Mhm. Was von so einem Wopi war, der auch das nicht kannte, weil es wahrscheinlich vom verstorbenen Ehemann seiner Cousine, die genauso alt ist, also, und das hat einen echt dicken Schaden. Also es ist nicht ganz so offensichtlich, aber da ist irgendwas passiert, was nicht erklärbar ist. Ist das das Vorderrohr? Wie ist denn das? Unterrohr. Das Unterrohr. Ganz oben ist sozusagen auf der sehbaren Seite der Lack abgeplatzt, also es hat einen Gestauchung gekriegt. Ne? Auf der Rückseite sieht man sozusagen, da ist wie eine Delle drin, mhm. Als dort sozusagen. Unfall. Aber es zieht sich, es sieht man nirgendwo am Rad, dass es sozusagen insgesamt irgendwie eine Stauchung da bekommt. Wie geht sowas? Weil das Steuerrohr sieht komplett korrekt aus. Das ist auch in Ordnung, ja. Aber wurde Gabel getauscht schon mal dann. Die Gabel? Meinst du auch? Ist gestaucht, ist übertrieben, hast du da draußen. Aber eben so kleine Dinger, also ich baue die Dinger dann nicht mehr auf, weil sie ja gestaucht sind, die Räder. Hier, jetzt bei dem. Eigentlich ist das dann Schrott, oder? Genau. Also, ach so, ich hab's ja weg. Ich hab's ja im. Das Peugeot. Hier hängt nochmal so ein schöner Peugeot-Rahmen eigentlich. So dieser Art Deco Peugeot-Rahmen. Schwarz-Weiß. Mit diesen Kästchen-Muffen. Der war leider echt auch. Ich hab probiert, für den Fuffi zu verkaufen am Ende. Ist ja noch, weil die sind total beliebt, die Dinger eigentlich. Mhm. Ich hab mir den Schrott gegeben. Der hatte nämlich so ganz leicht. Also das war eigentlich nicht ersichtlich. Auf den ersten Blick habe ich nämlich den hoch gesehen, die Kurve damals, und da war der gut für mich optisch. Aber der ist nicht gut. Das war scheiße. Staubte Rahmen kannst du eigentlich vergessen. Scheiße. Wir haben dieses Rad jetzt gekauft. Naja, hat ja nicht gekostet. Doch. 250. Oh, hat doch mal gekostet. Plus Versand. 280. Hm. Und der Opa wird gar nicht verstehen, was... Nee, der wisst ja nicht, der hat das schon vergessen. Alzheimer. Hä? Dahinter sitzt eine Mafia, die nur gestauchte Räder verkauft. die meine Räder. Das ist nämlich auch das Markante gewesen an den Muffen. Der Hypacer ist ja 91er String, der ist ja vorne an diesem Steuerrohr lila lackiert. Mhm. Die Muffen gehören schon wieder zu diesem grünen, wunderbaren Sprenkellack. Mhm. Und man sieht an den Rändern der Muffen sozusagen, wie da auch sozusagen die Risse kommen, was sonst bei Kuwara nicht ist. Also das löst sich halt schon. Ja? Die Verlötung holt sich. Aber letztendlich, ich würde sagen, in der Stadt kann man mit den Dingen fahren. Es gibt ja jetzt nicht diese Belastung. Naja, nee. Ja. Also ich würde es nicht machen.
Ich würde da auch keinen von meiner Familie umsetzen oder Bekannten oder irgendwas. Das würde als Defekt den Rahmen als Defekt weiterverkaufen. Heißt ja nicht, braucht man was anderes dran, hat sie gesagt, ne? Bei eBay. Geht schon weg. Irgendeiner ist es, der sich das als Deko an der Wand hängt, meine Meinung oder was. Ja, viel kauft mein Fahrrad. Auf Ferndiagnose kaufen und Ferndiagnose Reparaturanleitung geben ist natürlich auch mal schwierig, wollte ich jetzt nochmal dazu sagen. Jetzt habe ich ja gerade die Antwort gegeben auf diesen, auf diese W19-Geschichte da. Und unverbindlich, alles unverbindlich, ja. Ohne Gewehr. Ich weiß nicht, das, ich sehe nur ein paar Fotos, ich höre nur, das alles nicht das Richtige. Der Mika ist auch unzufrieden. Der Mika. Ich bin ein grundsätzlich unzufriedener Mensch. Warum eigentlich? Ich wurde beschissen in meiner Kindheit. Ja, und jetzt schon wieder? Naja, und es geht nicht einfach so weg. Jetzt schon wieder? Ja, nein, das ist mal was anderes. Er hat sich selber beschissen in seiner Kindheit. Nein, das, man bescheißt sich nicht selber in der Doch, Kindheit. Doch, hat man. Nein. Natürlich. Die Muttern müssen nicht dann wegmachen oder die Väter, aber man hat sich erstmal eingekackt. 11.19 Uhr ist es. 11.19 Uhr und kein Mensch ist da gewesen, außer Wolfgang. Und Mika. Allerdings keiner für eine Reparatur. Jetzt mache ich meine eigenen Räder und ich wette, wenn ich jetzt damit anfange hier, dann kommen sie. Das ist ja immer so. Dann nimmt man sich die Zeit, macht irgendwas anderes, gerade fertig, ist dann richtig schön vertieft und freut sich, dass das eigentlich vorwärts geht. Das hängt ja halb zerbaut im Ständer und dann kommen sie an, ah, kannst du mal schnell. Wir spekulieren mal darauf und ich fange mal an hier. Mietrad, ich weiß nicht warum alle Mieträder irgendwie platt sind. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Also nicht alle, aber eben, sagen wir mal, 40% der Mieträder, die ich eingelagert habe, vorher aufgepumpt habe, sind wieder platt, irgendwo vorne oder hinten oder so. Das ist kurios. Also hier tausche ich einfach den Schlauch gegen einen Hermetik Plus Schlauch von Continental. Und dann schauen wir mal, ob da am Reifen was drin ist. Kann ich mir aber ja nicht vorstellen. Das ist ja Marathon Plus. Mal schauen, wie lange das dauert. Bis einer kommt, läuft jetzt die Kamera hier. So. Mal gucken. Ja, hier merkt man auch schon wieder die Achsmutter. Die kratzt schon wieder. Dann legt man immer Fett und Öl auf die Winde. Geht mal. Weil ich das weiß, dass sie so oll kratzig sind. Na. Man muss sagen, das sind so Mikrolöcher. Also das ist ja so über die ganze Zeit. Das dauert denn so 6 Wochen. Dann ist der Reifen auch mal platt. Ich denke, es liegt an den Originalschläuchen, die bei BBF da verbaut werden. Von Hause aus sind das nämlich keine Markenschläuche. Die machen nämlich einen Marathon Plus rauf, verkaufen dieses Rad als mit pannenschutzsicheren Reifen, aber machen einen billigen Schlauch rein. Das ist kein Markenschlauch. Und bei den Markenschläuchen, bei den Nicht-Markenschläuchen, also dies, Drohnen und etc. Da hatte ich immer tatsächlich Ausfall bei denen. Da hatte ich von 10 Stück, war einer irgendwie nach dem Einbauen wieder platt. Also immer 10% Ausfall. Ich verstehe nicht, warum machen die dann kein Continental oder einen Schwalbeschlauch rein? Schwalbeschlauch. Ist ja Marathon Plus, so einen Schwalbeschlauch rein auch einbauen. Das wäre echt praktisch. Dann lass es doch irgendwas, was weiß ich, 6 Euro mehr kosten am Ende oder was weiß ich, ein 10er. Ist doch in Ordnung, aber dafür hält es. Ja, nicht viel fahrende Draht. Sieht mal, der Reifen, der sieht echt noch tippitoppi aus. Die Räder jetzt auch schon ein Jahr, die Räder. Och, das ist ein stabiler Schlauch. Hermetik Plus. Der ist sehr fett. Störrisch wie Sau und stinkt. Aber dick ist er richtig. Richtig viel Material. Der Gummi ist halt luftdurchlässig tatsächlich offensichtlich. Ne? Also das lässt immer so ein bisschen offensichtlich durch Luft. Nicht kein Wasser, aber so Luft. Schwindet da irgendwie. Oder muss ja offensichtlich so sein. Ne, weil beim Luftballon geht die Luft schnell raus. Beim Schlauch geht die Luft auch so langsam raus. Es gibt natürlich immer eine unsichere Stelle, ist das Ventil. Aber beim Hermetik Plus ist das Einzige, was den hermetischer macht, ist die, das Ventil ist das gleich, aber die Dicke des Gummis. Also umso mehr Gummi, umso dichter.
Das muss so sein. Jo, Einbau und Kinder war da. Ich bin fast enttäuscht. Aber soll so, ist eh ein Rad wieder mehr fit. Aus meiner Kompanie der schönen Leihräder. Naja, schön. Selber hingestellt, aber brauchbar. War doch erst ein witzig, ey. Fand das gut. Mit den Kommentaren. B19.0217. Ich lass mir ein T-Shirt drucken. Ja, warum nicht? Eigentlich, klar, logisch. Ich mach mir ein T-Shirt. Hier, Marlies macht ein T-Shirt. T-Shirt-Entwurf. Aufgrund der Kommentare machen wir T-Shirts. Ja, fühlen sich bestimmt dann einige beleidigt oder so. Aber ja, ist ja nur Witz. Ist ja nur Witz. Nicht persönlich nehmen alle. Ich bitte nicht persönlich nehmen. Dafür ist überhaupt keine Zeit, um alle zu persönlich zu nehmen. Dafür hat man nicht die Zeit im Leben. Das Kumpel Go findet Bart. Und dann hätte ich eigentlich gedacht, steht der nächste schon vor der Tür. Macht er nicht. Mir extra Zeit genommen hier. Die bräuchten eine gelbe Kappe, die Hermetic Plus. Dass man die schon unterscheiden kann, dass man die schon gemacht hat. Hermetic Plus, der Test. So, dann wird das. Ist natürlich keiner so offiziell. Wo ist denn hier mein Bigfoot Stift? H5. Fertig, liebe Leute. Geht dann das Licht? Achtung. Erledigt. Ja, so fantastisch. Na, das war die Reparatur für heute offensichtlich. Da kommt ja heute keiner mehr. Warten wir mal ab. Ich meine, wie spät ist denn jetzt? Das ist bestimmt jetzt 12 oder was? Auch nicht. Was ist denn da los? Das kann doch nicht schon 12 sein. 11.40 Uhr schon. Scheiße. Oh, Marlies. Marlies ist da. Kein Kunde. Kein Kunde. Aber du. Wie, noch überhaupt kein Kunde heute? Nee. Ja. Guck mal hier, Nase. Achtung. Kalt? Ja. Meine Nase ist kalt, ich bin so wie Rudolf. Meine ist auch kalt. Nee, lass mal, ich wollte nach vorne gehen jetzt, weil ich war die ganze Zeit hier. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, Ole. Ole. Mach da was, jetzt 10 Mark von mir bekommen. Viel Spaß beim Bodies holen. Also von den 10 Euro kann ich keinen Body kaufen. Na, herzlichen Glückwunsch. Außerdem habe ich mir einen Fasching gekauft. Pech gehabt. Erstmal schwarz gefahren. Bist du kontrolliert worden? Nee. Siehst du? Kannst du nicht ohne Fasching einsteigen? Doch, hinten, ganz schnell, wenn er nicht guckt. Nicht. Doch. Und wenn sie es richtig machen, rufen sie dich nach vorne und sagen, Fasching mit dir vorzeigen. Machen sie nicht. Meistens schon. Mist. Ja, dann hättest du den Bus fahren müssen, hättest du laufen müssen. Ey, die Krankenhaus zum Krankenhaus und zurück. Ey, natürlich nicht immer schön Fahrschein gucken. Wie auch immer, ich muss Kaffee trinken. Sowieso bist du ein Glückspilz. Glückspilzi. Barbara hat das gesagt. Das habe ich den ganzen Tag. Ich bin so ein Glücksi. Ja. Ist aber sie der Glückspilz. So, der ist ein bisschen locker hier, der Stuhl. Den muss ich ein bisschen fixen. Ich habe heute nichts zu tun. Tut mir leid, liebe Leute. Also der Vlog heute wird nur bla bla wieder werden. Fertig, Stuhl ist wieder turbostabil. Hallo? Ist das Lastenrad vorne zu verkaufen? Nee. Schade. Das nicht. Das ist privat. Okay. Das andere ist zu verkaufen, was auf der anderen Seite steht. Ja, das ist glaube ich so groß. Das ist wirklich ein Lastenrad. Ja, ja. Nee, das wäre jetzt so ein Spontankauf geworden. Oh. was kostet das ungefähr so? Also die neuen Preise bei denen 2.500 und gebraucht werden diese 1.500. Gut, aber es hat kein E-Bike, oder? Nee. Da als E-Bike gibt es die auch, da kostet ja. 4.000 Euro. Achso, okay, ja. Das okay. Ist das eher mit teurer Firma, also du kannst du das ja leisten. Ja, achso, mhm. Ja, okay. Bitte, danke, ciao.
Rad wollten sie gucken. Also nicht meins, sondern mal ich sie es. Das geht natürlich nicht. Das möchte sie nicht verkaufen. Ich weiß ja nicht, was mit diesem Rad hier los ist. Ich kann es überhaupt nicht zuhören. Es steht seit letztem Jahr irgendwie hier seit Monaten. Ich schau mal, inwiefern ich mit der Nummer und so. Wie lange das dauert, Zahlenschloss knacken mit Hilfe von Gefühl. So. Ja, jetzt sieht's los. Zack. Mal 10 Minuten. Aber ich kann Schloss benutzen. Das ist doch in Ordnung. Ja. Klebeband. Was kosten jetzt die Flaschen da? Die ja, das sind die Frage. Ja, sag mal, ungefähr, musst du ja wissen. Irgendeinen Preis hast du ja im Kopf. Ungefähr rund 4 Euro, Alter. Thomas, hast du die Rede? Komm mit mal her nochmal, ja? Ja, okay, alles klar. Ich war da am Abend und halb 7 rum. Ja, gut. Ich muss mal gucken, wir werden mal testen. Was testen? Die Brille? Ach so, ja, mach mal. Geh mal zu deinem Termin ab. Ist ja richtig, mach mal. Ja, aber jetzt regnet es ja gleich, oder was? Oh, nee, jetzt. Hallo. Moin, moin. Ja, schönes Hi. Modell und das passt. Ja, gut, mal gucken, wie lange. Ne? Komm mal bei Ringel mal vorbei. Ach, Wolfgang, ich bin ja da. Ne? Tschüss. Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an. Ja, Mann. Was macht Leon da? Ah, Leon besprüht immer meine Plakate. Das gibt's doch ja nicht. Ja, eigentlich müsste man da auch noch mal, aber ja, da gucken wir mal, drüber weg. Mama, das bin ja alles aus Versehen gemacht. Das geht nicht. Achtung! Achtung, geh mal beiseite, weil das macht Wind. Hast du hier hochgehen oder was hier? Kippe? Oh, oh, Achtung, Achtung, Feld, Nebelfeld. Boah, Windrichtung, Achtung. Perfekte Verarbeitung. Perfekt. Ja, genau, Werkstattrad ist auch blau. Ich habe mein grünes Fahrrad. Du musst hinten arbeiten, kommst du da hin? Ja. Nimmst du die Kamera mit? Ich kann mit auch. Sauber bist du, ganz sauber. Ja. Ja, Fakt ist, die Ärzte meinte, Kinder mit Wahrnehmungsstörungen sind ganz anders. Denen ist es egal, was die Umwelt sagt. Ja. Die lachen nicht zurück, wenn man sie anlächelt. Die würden am liebsten auch niemandem die Hand geben. Klar, irgendwann machen sie es, ja, weil sie es antrainiert bekommen. Ja. So halt wie hier, ne? Weißt du, was ich meine? Nee. Wie L-Punkt. Das ist ja auch ja, in gewisser Weise eine Wahrnehmungssache, ne? Okay. Und Tina meinte, also alles so wie sie es beschrieben hat, musste sie total an ins Tier denken. Ja. Na, muss es nicht mehr alles nicht. Kaputt. Kaputski. Kaputt. Ich stand schon mit verschränkten Armen in der Tür von der Kita. Ja? Blumen. Wieso? Zu spät, ne? Überhaupt, wenn ich die angucke? Ja, da haben wir es weg. Ich hab sie
sie angucken. THC AD. Hau mal hin. Mal gucken, das ist so. Ja. Schön. Reicht jetzt hier. Ist hier noch grün am Auto? Ich glaube nicht. Ich habe mir geärgert. Den ganzen Winter über stand hier draußen ein Fahrrad, ein Miefer. Das kam mir so bekannt vor. Ich habe mir gedacht, das habe ich doch verkauft. Das war doch mal meins. Wieso steht da nicht hier? Das steht draußen, also nicht hier direkt vom Laden, sondern ein paar Meter weiter weg. Eine andere Hausnummer. Ohne Sattel. Völlig runter, irgendwie zerrostet und so. Ich dachte, das ist doch mein Rad, das ist doch von mir. Wo haben sie dem das geklaut? Und der steht hier vor der Tür, völlig zerledert. Ja, soll ich aufbauen. 300 Euro zahlt er. Finde ich gut. Na, wenn ich jetzt mal sage, 300 Euro, machst du das denn? Oder hast du keinen Bock? Ja, wirklich gesagt. Oder jagst du mich zum Teufel? Weil er weiß, dass ich alte Räder mag. Sag ich, ja. Natürlich mache ich das. Mach ich, na klar mache ich das. Mifa. Ich sage, aber sind ja keine 300 Euro, sage ich noch zu ihm. Da ist ja nur ein Rad platt. Was noch? Sattel haben sie geklaut. Rostig ist es natürlich, weil. Naja, wir gucken mal. Ist nicht wahr. The tea is ready. The tea is ready. Und die musst du dir leider selber holen. Hier, ja, der haut schon wieder ab, der. Der alte Sack. Der haut den Sack. Na ja, guck mal, Klammerze. Oh, die Kleine, wa? Ey, die, komm, die lieben dich. Komm doch mal mit Zeit und ohne Sophie danken. Heute Abend wieder saufen, Oli, Oli. Ja, komm doch mal mit Familie, nee, danke. Komm mal, macht mal. Da freuen die sich. Ich freue mich auch. Hm? Mit den Kindern irgendwie und Marlies vielleicht nicht da irgendwo hin oder was. Aber ein bisschen mit deinen Schwestern zusammen. Spielplatz! Das ist keine Verpflichtung, wusste nicht. Aber ich meine, wenn's, das ist doch auch mal schön. Spielplatz! Ja, jetzt geht es wieder los mit den Pumpen. Jetzt geht es jetzt wieder los. Tja, was macht man an so einem Fahrrad, wenn man da 300 Euro Budget hat? Die Arbeitszeit, da macht man noch Teile. Ich schau mal, wie weit ich komme. Ich rechne das ja immer ja nicht so genau. Das ist ja alles Quatsch. Wenn es Spaß macht und wenn kein Zeitdruck da ist, dann mache ich das doch so. Also mache ich das ja so oder so, dann mache ich das ja auch an meinen Rädern. Also deswegen. Das war ja mal mein Rad. Das war ja mal eins von meinen, schön. Der hat ja nicht so viel bezahlt, 150 Euro, 160. War aber ein schöner Zustand. Gerade frisch gemacht. Jetzt bezahlt er nochmal 300, wird wieder aufbauen. Das ist ein Ding. Finde ich aber gut. Altes erhalten, das finde ich gut. Pumpen wir erstmal auf vorne. Ich hab da noch draußen ein Rad, was ich geschenkt bekommen habe. Heute ein Rad geschenkt bekommen. Seht ihr, ich sag ja, sieht ja wieder los. Das ist ja wie im letzten Jahr, wie das letzte Jahr aufgehört hat, so fängt das dieses Jahr an. Soll ich erzählen, ich finde nichts. Ich finde meine Sättel nicht mehr, die ich vorne liegen hatte. Ich finde die nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wo die sind. Jetzt zeige ich sie von. Gerade, ich gucke nach oben. Das letzte Chance, ich wollte noch sagen, ich habe da aufgeräumt, da oben und da. Jetzt gucke ich hoch, da oben liegen sie. Also, tut mir leid, liebe Leute, ich bringe es nicht über das Herz. Ich werde jetzt erstmal einen vorübergehenden Sattel aufschrauben. Das ist zwar auch ein Brooks. Ist das ein Brooks? Ja, ist ein Brooks.
Jawohl. Jawohl. Aber der ist ja ausgerissen. Aber den kriegt er erstmal, damit was drauf ist. Und vielleicht schaffe ich es ja in der Zeit, ihm einen schönen Sattel und dass wir uns über die Sattelstützenlänge einigen. Das fehlt ja auch noch. So, mal sehen, wie lange er das braucht, wie lange das sein soll. Weil jetzt soll ja sein Sohn fahren. Er will das ja nicht fahren, irgendwie anscheinend. Ja, er vernachlässigt eh alle Rädermeter. So ist das ja nicht so schlimm. So. Ja, ich gucke oben mal in Ruhe. Jetzt habe ich hier schon wieder ewig viel Material zum Schneiden. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier heute im Laden Feierabend. Ich will nämlich überhaupt nicht viel schneiden heute, weil ich habe ja eigentlich morgen was vor. Vielleicht klappt das aber morgen dann nun doch nicht. Das wäre natürlich schade. Mal gucken, wie spät das heute wird. Wenn ich das schnell geschnitten kriege, alles, dann klappt das. Wenn nicht, dann na, seid nicht sauer. Oder der Block kommt später. Ich muss mal sehen. Ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Und wie das Wetter ist. Ja, mache ich wetterabhängig. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, ich finde es geil, wenn ihr euch untereinander richtig schön austauscht. Finde ich gut. Das macht mir Spaß mit anzugucken, zu lesen. Heute kommt mal keine Kommentarrunde, weil wie gesagt, dann sonst versäume ich so viel Zeit. Werde ich vielleicht eben morgen machen, weil morgen ist ja ein freier Tag. Morgen habe ich ja nicht so viel vielleicht zum Aufnehmen, bis auf die Aktion, die ich eventuell mache. Muss ich mal sehen, ne? Weil ich das mache. Vielleicht lese ich morgen die ganzen Kommentare durch. Gut, macht das gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, euer Tommy.